Philips PicoPix 3610 Beamer, der ein bisschen größer geworden ist wie die Fernsehgeräte, die wir bisher gesehen haben. Allerdings haben wir jetzt hier WLAN integriert, das heißt, ihr könnt über Android eine App zum Beispiel das Ganze hier auch bedienen oder natürlich hier über das schöne Trackfeld, und wir sehen, können natürlich ein bisschen Android-Bediensystem haben wir hier auch. Hier sehen wir natürlich auch ein paar technische Daten hier. Wir können endlich Full HD abspielen, 100 Lumen sogar, also wirklich hier mit seinem schönen kleinen Beamer können wir sehr viel anstellen. Wir brauchen keine großen LED-Beamer mehr, die wir aus dem alltäglichen Gebrauch zu Hause kennen. Wir können hier USB-Sticks anstecken mit natürlich Inhalten drauf, Filmen, Präsentationen oder ähnliches. Wir können weiterhin auch über USB einen Adapter verwenden für externe weitere Produkte. Auch über HDMI können wir noch Produkte anschließen. SD-Karte hat er natürlich auch, sowie einen Stromeingang. Und wenn uns die 2 Stunden Akkulaufzeit natürlich nicht genügen, können wir hier noch so einen Adapter dazu kaufen, den es ab August gibt. Hier die kleine Box hat entweder einmal nur einen 3 Stunden Akku drin, oder hier das 73001 hat dann entsprechend noch einen TV-Tuner sogar mit dabei. Das heißt, ihr könnt dann DVB-T entsprechend damit auch schauen und habt dann natürlich noch einen schöneren Sound für, natürlich, wenn ihr noch Freunde dabei habt, damit auch jeder was hören kann, wenn man mal Fußball schaut oder ein bisschen lauter ist. Natürlich, das Ganze geht super schnell an, dadurch ist ein LED-Beamer, jetzt muss ich nicht lange hochfahren. Man muss es hier nur kurz drücken und dann geht das Ganze auch schon an. Und die WLAN-Funktion können wir aber natürlich softwaremäßig auch ausschalten. Und ja, 2 Stunden Laufzeit sollten eigentlich für einen kleineren Spielfilm auch locker genügen. Wenn ihr das Ganze hier ohne WLAN braucht, dann gibt es hier natürlich noch das Modell, das 3410. Das ist, schaut dann so aus, hat dann eine ähnliche Funktion, allerdings natürlich ohne Trackfeld und kostet dann entsprechend weniger. Für ungefähr 349 Euro wird es den geben, beziehungsweise hier den 3610 gibt es dann entsprechend für 4,99 wahrscheinlich, und da seht ihr auch schon hier, das Produkt ist an und leuchtet hier schön ein, ungefähr 1 Meter Bildschirmdiagonales Display von ungefähr 2 Metern Entfernung hier locker auf die Wand. Wenn ihr das so geschaut habt, bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balázs Gál und das war hier das kurze Hands-on mit dem PicoPix 3610.